Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Thorsten Schröder. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die EU hat sich nach wochenlangem Ringen auf weitere Hilfen für die Ukraine geeinigt. Auf einem Sondergipfel in Brüssel stimmten alle 27 Mitgliedstaaten dafür, Kiew in den kommenden Jahren mit 50 Milliarden Euro zu unterstützen. Bei einem ersten Anlauf im Dezember war das noch am Widerstand Ungarns gescheitert. Heute gab Ministerpräsident Orbán seine Blockade auf. Die Gelder sollen der Ukraine helfen, einen Staatsbankrott infolge der Kriegskosten zu verhindern. Die Ukraine braucht Geld, zum Beispiel für das Gehalt von Tatjana Goldun, Gynäkologin in einem kommunalen Krankenhaus in der Nähe der Front. Wir wollen es uns nicht einmal vorstellen, dass uns niemand mehr bezahlt. Wir wollen unsere Arbeit machen und bezahlt werden, denn jeder hat auch Familie und Kinder. Für Renten, Sozialleistungen oder Beamtenpensionen stehen bald zusätzliche 50 Milliarden Euro von der EU zur Verfügung. Die Erfolgsmeldung aus Brüssel kommt am Vormittag schneller als erwartet. Deal. Eine einstimmige Entscheidung und sie bringt der Ukraine für 4 Jahre etwas mehr finanzielle Sicherheit. Das ist eine gute Botschaft. Natürlich für die Bürgerinnen und Bürger der Ukraine, die so sehr herausgefordert sind mit dem russischen Angriffskrieg. Aber natürlich auch für uns als Europäische Union, die gezeigt hat, dass sie zusammenstehen kann. Noch während der Sitzung bedankt sich zugeschaltet Präsident Zelensky. Das ist ein klares Signal, dass die Ukraine standhalten wird und dass Europa standhalten wird. Und Viktor Orbán, der gibt seinen Widerstand auf, obwohl er kein Vetorecht bekommt, um die Zahlungen an die Ukraine stoppen zu können. Denn die anderen am Gipfeltisch sagen, einmal im Jahr darüber reden, gerne. Zwischendurch überprüfen, okay, Veto, nein. Dennoch und wenig überraschend in einem Regierungsvideo lässt Orbán später wissen, er habe sich für Ungarn durchgesetzt. So hat jeder seine Sicht. Es fällt auf, wie deutlich und scharf sich viele über Orbán äußern. Polens neuer Regierungschef nennt ihn ein Sicherheitsrisiko für Europa. Ich kann dieses sehr seltsame und sehr egoistische Spiel von Viktor Orbán nicht akzeptieren. Nach dem Scheitern im Dezember hat es diesmal geklappt. Eine Einigung mit Viktor Orbán. Der ganz große Bruch mit Ungarn bleibt erst einmal aus. Markus Preis in Brüssel. Wie kommt's, dass Viktor Orbán seine Blockade doch noch aufgegeben hat? Ich denke, der wichtigste Schlüssel war, dass er etwas erlebt hat, was er in den vielen Jahren nicht so häufig erlebt hat. Nämlich, dass ihm die anderen ganz klar gemacht haben, heute gibt es hier nichts zu gewinnen. Keine neuen Fördermilliarden, keine neuen Vetos und im Prinzip auch keine halbgare Konstruktion, um Ungarn irgendwie zu umgehen. Sondern es gibt für Orbán nur die Möglichkeit, entweder Teil der Gemeinschaft zu sein oder sich ganz klar daneben zu stellen. Wie genau der Druck aufgebaut wurde, der Bundeskanzler hat in der Pressekonferenz gesagt, er könne da keinen Einblick ins Schlüsselloch sozusagen gewähren. Aber man hat schon gesehen, was vor dem Schlüsselloch passiert ist und das war deutlich. Der polnische Regierungschef hat Orbán einen Kollegen als Sicherheitsrisiko bezeichnet. Die estnische Regierungschefin hat ganz klar dargestellt, wie schlecht es der ungarischen Wirtschaft geht und wie sehr Orbán die EU noch brauchen wird. Und selbst Giorgia Meloni, die italienische Regierungschefin, die manche für eine Verbündete von Orbán halten, die hat ihn nicht verteidigt, sondern hat ihn noch mit in die Mangel genommen. Also der Mann, der im Dezember hier noch alles blockiert hat und hinterher dem ungarischen Fernsehen gesagt hat, er wolle die EU nicht verlassen, sondern erobern, der hat hier eine ziemliche Bauchlandung heute erlebt. Warum war es der EU so wichtig, heute eine Einigung zu erreichen? Weil die Ukraine dringend Geld braucht, um Staatsbankrott abzuwenden. Deswegen wird man sich jetzt auch sehr beeilen, das Geld zusammenzubringen, am Kapitalmarkt aufzunehmen und möglichst schon im März auszuzahlen. Das ist die eine Ebene. Die andere ist eine außenpolitische. Natürlich guckt man bei der EU auch in die USA, wo ja oft das Argument ist, die Europäer engagieren sich nicht genug. Jetzt reist der Bundeskanzler in der kommenden Woche nach Washington und da kann er darauf verweisen, dass auch die Europäer einen substanziellen Beitrag heute neu auf den Tisch legen. Vielen Dank, Markus Preis in Brüssel. Ein anderes EU-Vorhaben droht dagegen zu scheitern, am Widerstand aus Deutschland. 2 FDP-geführte Ministerien wollen dem geplanten Lieferkettengesetz nicht zustimmen.
Finanzminister Lindner und Justizminister Buschmann begründeten ihre Ablehnung mit möglichen zivilrechtlichen Folgen für Unternehmen. Das Gesetz sieht etwa vor, Firmen in die Pflicht zu nehmen, wenn sie von Kinder- oder Zwangsarbeit außerhalb der EU profitieren. Um die FDP noch umzustimmen, bot Arbeitsminister Heil ein Paket zum Bürokratieabbau an. Ein ganztägiger Warnstreik des Luftsicherheitspersonals führt seit dem frühen Morgen zu zahlreichen Flugausfällen. An den 11 betroffenen Flughäfen wurde der Passagierbetrieb stark reduziert. Einige Airports strichen alle für heute geplanten Abflüge. Mit dem Ausstand will die Gewerkschaft Verdi den Druck in den laufenden Tarifverhandlungen erhöhen. Sie fordert für die etwa 25.000 Beschäftigten der Branche mehr Lohn und höhere Zuschläge. Volle Hallen, lange Schlangen am Frankfurter Flughafen. Den Passagieren bleibt hier nur das Ausweichen auf die Bahn oder Umbuchen. Und das ist in den meisten Fällen nur persönlich möglich. Eigentlich würden wir das gern online machen, aber die Lufthansa kriegt das nicht auf die Reihe. Lediglich Umsteiger, die im Transitbereich ankommen, haben die Möglichkeit, auch wieder abzuheben. Der Flughafenbetreiber Fraport hatte schon im Vorfeld dazu aufgerufen, gar nicht erst zum Flughafen zu kommen. Wir haben keine Informationen zu unseren Tickets in der App. Umbuchen geht nicht, gar nichts geht. An fast allen größeren deutschen Flughäfen außer in Bayern streiken die Beschäftigten der Luftsicherheitsunternehmen heute. Wie hier in Leipzig, in Köln und in Hamburg. Die Gewerkschaft Verdi fordert 2,80 Euro mehr Lohn pro Stunde. Die letzte Entgelterhöhung schon 2 Jahre her. Die hat auch vor der hohen Inflation stattgefunden. Deswegen ist es so wichtig, dass die Kollegen jetzt eine anständige Erhöhung bekommen. Dazu fordert Verdi einen Zuschlag für Mitarbeitende mit Leitungsaufgaben und höhere Mehrarbeitszuschläge ab der ersten Überstunde. Die Arbeitgeber halten die Forderungen für zu hoch. Man habe ein verhandlungsfähiges Angebot vorgelegt. Deswegen sind wir sehr überrascht, dass nach 3 Verhandlungsrunden bundesweiter Warnstreik 24 Stunden lang in dieser Dimension zum Aufruf kommt, finden wir ehrlich gesagt unangemessen, überzogen. In der kommenden Woche sollen die Tarifverhandlungen weitergehen. Der Streik des Sicherheitspersonals endet heute Nacht. In Hamburg allerdings geht es weiter. Dort streikt morgen das Bodenpersonal. Bei der Haushaltsdebatte im Bundestag ging es heute unter anderem um die Wirtschaftspolitik. Die Opposition kritisierte Minister Habeck scharf, vor allem wegen der schlechten Konjunkturdaten. Habeck wiederum machte der Union ein Angebot und schlug ein Sondervermögen vor, um Unternehmen zu entlasten. So könnten zum Beispiel mehr steuerliche Abschreibungsmöglichkeiten geschaffen werden. Kritik daran kam nicht nur von der Opposition, sondern auch vom Koalitionspartner FDP. Deutschland, das wirtschaftliche Schlusslicht Europas. So sieht es die Union und macht Minister Habeck verantwortlich. In der Tat schrumpft die Wirtschaft und kommt laut Prognosen absehbar nicht in Gang. Habeck macht der Union ein Angebot, will gemeinsam ein neues Sondervermögen beschließen, also neue Schulden am Bundeshaushalt vorbei, um die Wirtschaft zu stärken. Nämlich über Tax Credits, Steuervergünstigungen, steuerliche Abschreibungsmöglichkeiten zu schaffen. Das ist das, was ich höre aus der Wirtschaft, von der Opposition, von den Liberalen. Ein Wirtschaftschancengesetz mal 10, vielleicht mal 50. Die FDP ist damit nur halb einverstanden. Unternehmen entlasten? Ja, aber neue Schulden? Nein. Für die Union keine Gesprächsgrundlage. Sie schlagen vor ein Sondervermögen und der nächste Redner aus der Koalition, Sie brauchen uns gar nicht dafür, sagt hier am Pult eine halbe Stunde später, das ist in der Koalition nicht zu machen. Bevor Sie uns Zusammenarbeit anbieten, sorgen Sie erstmal für Zusammenhalt in der Koalition. Die AfD kritisiert Habeck und die Regierung fundamental. Die sogenannte Energiewende ist unbezahlbar. Und Deutschland wird nur eine gute Zukunft haben, wenn wir die grüne Ideologie auf den Schrotthaufen der Geschichte werfen und zur Vernunft zurückkehren. Rückendeckung bekommt Habeck vom Koalitionspartner SPD. Die Regierung habe in der Krise die Energieversorgung gesichert, Strom und Gas bezahlbar gehalten und die Bürger dadurch entlastet. Wir haben damit Kaufkraft gestärkt und wir haben im Prinzip dafür gesorgt, dass die Wirtschaft weiter produzieren kann und nirgendwo das Licht ausgegangen ist. Die Haushaltswoche endet morgen. Dann stimmt der Bundestag über den Haushalt für das laufende Jahr ab. Unter dem Motto Solidarität statt rechter Hetze sind in Köln zahlreiche Menschen auf die Straße gegangen. Nach Angaben des Veranstalters Fridays for Future waren es etwa 3.000. Die Demonstranten forderten unter anderem ein Verbot der AfD.
In Senftenberg in Brandenburg versammelten sich mehrere hundert Menschen auf dem Marktplatz, um so ein Zeichen gegen Rechtsextremismus zu setzen. Mehr als 1,6 Millionen Menschen fordern, dem Thüringer Partei- und Fraktionschef der AfD, Höcke, einen Teil seiner Grundrechte zu entziehen. In Berlin übergaben die Organisatoren einer Online-Petition eine Liste mit den Unterschriften an Abgeordnete des Bundestages. Im Fall eines Grundrechteentzuges könnte Höcke beispielsweise nicht mehr als Kandidat bei einer Wahl antreten. Der Verfassungsschutz stuft die Thüringer AfD als rechtsextrem ein. 4 statt 5 Tage pro Woche arbeiten und das bei gleichem Lohn, das testen von heute an 45 Unternehmen in einem Pilotprojekt. Die Wochenarbeitszeit kann dabei unterschiedlich stark sinken. Das Projekt läuft 6 Monate. Dann wollen Wissenschaftler auswerten, wie sich etwa die Produktivität oder die Zufriedenheit der Arbeitnehmer verändert haben. Hier arbeiten die Beschäftigten seit heute nur noch 4 Tage pro Woche, 36 Stunden bei vollem Lohnausgleich. Für den Chef des Fensterherstellers Eurolam in Thüringen ist das die Zukunft. Wahrscheinlich wird es irgendwann auf eine 4-Tage-Woche rauslaufen, früher oder später. Jetzt kann ich einer sein, der hinterherläuft und irgendwann sagt, okay, ich muss das jetzt machen. Oder ich kann einer sagen, der innovativ vorweggeht und hat auch noch die Vorteile dadurch. Also attraktiver werden für Arbeitnehmer durch kürzere Arbeitszeit. Das Ringen um Fachkräfte sei der Hauptbeweggrund für die meisten Firmen, die sich am Pilotprojekt beteiligen, sagt Organisator Carsten Meyer. Insgesamt sind es 45 Unternehmen. Und da ist tatsächlich alles dabei, also von Handwerksbetrieben über Industrie und Fertigung bis hin zu Rechtsanwaltskanzleien, Notaren, Kitas. Also wirklich eine sehr breite Bildung von dem, was Arbeitgeber in Deutschland ausmachen. Mit kürzerer Arbeitszeit die knapper werdenden Arbeitskräfte locken. Für viele ein logischer Gedanke. Doch Wirtschaftswissenschaftler sagen, gerade in der klassischen Industrie könnte das schwierig werden. Die Vorstellung, dass man flächendeckend in 4 Tagen künftig produziert, wofür man gestern noch 5 Tage brauchte, das ist eine Illusion. Das wird nicht funktionieren. In vielen Bereichen wird man dann eben entsprechend weniger produzieren. Und dadurch, dass Arbeitskräfte weniger arbeiten, würden unterm Strich mehr Beschäftigte gebraucht. Das verschärfe in der gesamten Volkswirtschaft den Fachkräftemangel zusätzlich, so Kritiker. In einem halben Jahr soll das Pilotprojekt enden. Dann wird ausgewertet, wie sich die 4-Tage-Woche betriebswirtschaftlich, also auf die beteiligten Firmen, ausgewirkt hat. An der Fleischtheke im Supermarkt oder beim Metzger gelten von heute an neue Kennzeichnungsregeln. Die Verkäufer müssen nun auch die Herkunft von unverarbeitetem Schweine-, Lamm- oder Geflügelfleisch sichtbar machen. Bisher galt das nur für verpacktes Fleisch und unverpacktes Rindfleisch. So sollen Verbraucher auf einen Blick erkennen, aus welchem Land und aus welcher Region das Fleisch kommt. Fleisch aus der Region und das Rind sogar vom elterlichen Hof. Seit 5 Jahren betreiben die Brüder Friedrichs ihre Metzgerei in Köln. Die neue verpflichtende Herkunftsbezeichnung macht ihnen wenig Arbeit. Für uns hat es tatsächlich gar nicht so große Auswirkungen, weil wir von Beginn an tatsächlich unser Fleisch im engen Kontakt zu den Bauern auch beziehen. Aber es ist natürlich trotzdem noch mal ein bürokratischer Aufwand, der auf viele vielleicht auch zukommt. Ausgewiesen werden muss, wo das Tier gehalten, gemästet und auch geschlachtet worden ist. Die Regeln gelten für unverpacktes Fleisch in Metzgereien, Hofläden und Supermärkten. Man hat einfach ein besseres Gefühl, glaube ich, wenn man weiß, es kommt vielleicht aus Deutschland oder halt aus Nachbarländern. Ich finde es ganz wichtig zu wissen, dass es regional ist, deshalb kaufe ich auch hier. Aber die neue Vorgabe ginge nicht weit genug, kritisieren die Friedrichs. Denn verarbeitetes Fleisch wie Würstchen oder Salami muss nicht gekennzeichnet werden. Und auch nicht der Mittagstisch hier in der Metzgerei oder das Essen in Kantine und Restaurant. Außerdem? Also ganz wichtig ist, dass es hier tatsächlich nur eine Herkunftskennzeichnung ist. Das heißt, die Herkunftskennzeichnung lässt gar keine Rückschlüsse zu, wie die Tiere gehalten worden sind. Eine verpflichtende Kennzeichnung für Tierhaltung wird es erst im Sommer 2025 geben und dann auch nur für Schweinefleisch. Komplette Transparenz für alle Kunden, das fänden auch die Friedrichs gut. In Norwegen ist mit Ingunn der schwerste Sturm seit mehr als 3 Jahrzehnten übers Land gezogen. Der Wind erreichte nach Behördenangaben eine Spitzengeschwindigkeit von knapp 196 Kilometern pro Stunde. Dächer wurden abgedeckt, schätzungsweise 12.000 Haushalte waren ohne Strom. Einige Gegenden waren von Hochwasser betroffen. Fähren und Flüge fielen aus.
Berichte über Verletzte gibt es bislang nicht. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Freitag, den 2. Februar. Atlantische Tiefausläufer sorgen mit feuchtmilder Luft weiterhin für unbeständiges, im Norden für windiges Wetter. Die Nacht beginnt vielerorts locker bewölkt oder klar, bevor sich von Nordwesten wieder Regenwolken bis zur Mitte ausbreiten. Morgen fällt erst vor allem in der Osthälfte, später besonders im Norden mancherorts Regen. In einigen höheren Lagen ist Schnee dabei. Richtung Südwesten kann sich neben Wolken auch mal die Sonne zeigen. Im Süden heute Nacht gebietsweise leichter Frost, sonst 6 bis 1 Grad. Morgen im Südosten niedrige einstellige Werte, im Südwesten wieder um 10 Grad. Am Samstag besonders in der Nordhälfte etwas Regen und windig, im Süden meist trocken und teilweise freundlich. In den folgenden Tagen sehr windig, sonst erwartet uns ähnliches Wetter, wobei es am Montag noch milder wird. In den Tagesthemen um 22.15 Uhr mit Ingo Zamperoni gibt es den ARD-Deutschland-Trend. Mit der Frage, wie die AfD und die Demos gegen Rechtsextremismus beurteilt werden. Und 26 gegen einen, was die Niederlage von Viktor Orban für die Zukunft der EU bedeutet. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.